Im Zuge des demografischen Wandels werden wir bei ABB allein in den nächsten 7 Jahren über 25% unserer Stammbelegschaft verlieren. Um diese Lücke zu schließen, müssen wir uns mit verschiedenen Handlungsfeldern beschäftigen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir 80% unserer Schlüsselposition mit internen Kandidaten besetzen. Damit geht natürlich einher, dass wir unsere Mitarbeiter entsprechend ihren Potenzialen fordern und fördern. Was wir schaffen wollen, ist eine Verbindung nach dem Motto voneinander lernen, miteinander wachsen. Wir haben beispielsweise ein Programm aufgesetzt, das nennt sich Senior Experts. Da geht es darum, dass wir Mitarbeiter, die bereits das Rentenalter erreicht haben, über das hinaus bei ABB beschäftigen und für bestimmte Projekte noch einsetzen, um so auch wirklich einen Wissenstransfer sicherzustellen. Wir wollen unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, dass sie beispielsweise mittags ihre Kinder von der Schule abholen können. Diese Flexibilität, die gehen wir proaktiv an. Wir sind dabei, unser betriebliches Gesundheitsmanagement neu auszurichten unter dem Motto Fit for Life, von der Darmkrebsvorsorge bis hin zu, dass wir Massage im Betrieb anbieten. Wir sind gerade dabei, darüber nachzudenken, wie können wir das Thema Kinderbetreuung gemeinsam bewältigen. Wir machen uns gemeinsam Gedanken über das Thema Führungskräfteentwicklung und da erlebe ich ein sehr gutes Miteinander. Das Unternehmen mit seinem Hauptsitz in Mannheim mit attraktiven Arbeitsplätzen für alle Generationen, für die verschiedensten Nationalitäten. Ich glaube auch, dass das hilft, Mannheim weiterzuwachsen, noch attraktiver zu werden. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass ABB und Mannheim sehr gut zusammenpassen und freue mich auch auf die weitere Kooperation und enge Zusammenarbeit.